Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguin owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguin show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguin show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis, beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. Fuck, schade. I will leave you to prepare. Jo. Das heißt, wir werden jetzt hier in Hitman ganz easy peasy reingehen und dann einmal Call of Duty Style alles abknallen, ne? Zwei Ziele, Viktor Novikov und Dalia Margolis. Mal gucken, was wir hier reisen werden. Welcome to Paris 47. In Paris. The show is just about to start. This is the red carpet event of the. Oh, ich glaube, ich kann mich sogar an diese Mission erinnern. The veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity. But I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 47. Let's go. Beep. Der zieht über seinen Kopf über so ein Fließband, so ein Ding. Beep. Whoop. Kurz Pistole rein, raus. Hat jemand gesehen? So. Wir können uns jetzt hier einfach jetzt draußen den Rest des Spiels einfach in diesen Wärmeding hinstellen und sagen, ey, oh, und hier aufschrauben? Nee. Das möchte ich nicht. Sir? Sir? Da ist Chef. That is Viktor Novikov, head of Sanguin and ringleader of Iago. Quite the risk. So spielt man das Spiel, oder? Sanguin and ringleader of Iago. Quite the resume. A pleasure as always. Make sure to join Dalia and I for a drink later. There's someone we would like you to meet. Hey. Now, hold on. He's what? Sorry, Mission. Gibt's da irgendwie cool? Das will ich machen. Hello, sir. If you excuse me, Congressman. Urgent matter. Do enjoy your evening. Oh, Daniel. She's nice. Oh, ist eine Wache? That jaw. Stop, you look fine. I know I look fine, but he's like a
like a Greek god or something, you know? I can't believe he's actually here. Warum machen Abnitte das immer so kompliziert? Wir wollen selbst nicht erschossen werden, glaube ich. Helmut Kruger's been my role model since college. Well, so if he kisses your hand, will you ever wash it again? Er sieht doch perfekt aus wie ich. Nur ohne Barcode. Oh, what can I say? Don't be an asshole. That's an awesome looking tuxedo. Da finde ich lang. Damit. Er ist auch nicht sicher public. Ganz viele Models. Lavolia. Da habe ich auch nicht lang. Ich habe die Bar entdeckt. Lavolia. Kann ich die ganzen Dinger vergiften? Das möchte ich aber nicht. Oh, das ist unbefugtes Gebiet. Da darf ich nicht rein. Gibt es irgendwie einen Weg, wie ich vernünftig irgendwo hin kann, ohne unbefugt unterwegs zu sein? Ah. Hier draußen zum Beispiel. Draußen darf ich mich frei bewegen, ohne dass mich jemand schief anguckt, richtig? Nee, darf ich nicht. Sorry, sir, we're upping our security measures, so you can't come through here. Nee. Please, go back the other way. Okay. Aber hier darf ich mal. Was haben wir hier? Trainer. Was habe ich alles mit eigentlich? Ich habe meine Klavierseite mit, ich habe eine Münze mit. Nobody we know. Ihn. Da liegt die Waffe auf dem Boden. Nobody we carry. War zu lange sein Fragezeichen? Schneller sein ein bisschen, oder? Decke schneller. Shoot them. Okay. Let's go. Oh no. Okay. Machen wir nochmal. Wir lassen den vielleicht immer auch immer durchlaufen, bis sie weggehen. Vielleicht machen wir es so. Ich glaube, wir sind einfach ein Ticken zu schnell, glaube ich. Eventuell. So. Gucken wir mal, was die machen. Ich wollte gerade sagen, werden sie sich jetzt nicht wegbewegen? Das speichern wir hier kurz ab. Manuell.
Nee. Verkleiden als Sicherheitsmann. Der Papa steckt. So. Einer von euch, Chat. Ich darf nicht auf den Rasen. Okay, now give me the material. Oh, great. Okay, now caveman. I want pure atavistic masculinity. Okay, you'll... Helmut Kruger. Der Arme. Und jetzt mal abknallen. Weltklasse Model. Glatzkopf. Und Gartenfreund. Oh, der geht ganz zufälligerweise alleine weg. Dahlia? Helmut? Not yet. I go on in a few cycles, I think. I have... I think I'm in, but I want to be clear on a few details. Fine. I'll be up after the show. Yes, ciao. Hope you know what you're doing, Helmut. Mm-hmm. According to our intel, Helmut Kruger. Okay. Dann haben wir jetzt diesen einen Typen da hinten. Ja, chillt. Yeah, Dan, it's me. Oh. Oh, you're watching the live feed. So. Ich bin Helmut Kruger. Ich habe jetzt auf einmal meine Gesichtsmaske verloren. Deswegen gehen wir jetzt irgendwo hin. Ich sollte das Handy mitnehmen. Nicht rangehen. Dahlia, Helmut here. Remind me again, where were you supposed to meet? Second floor, Voltaire Suite, next to the auction. Got it. You want me to drop by now, or? No, no, it's essential that you walk the runway. Mitten, ja. Do the job, then come see me right away. Mitten im Telefonat getötet, dann nochmal angerufen und gesagt, wo waren wir nochmal? Ach ja, da. So nicht anders. Hey Helmut. Helmut. Aber jetzt immer ohne Scheiß. Ist es nur die Kleidung, die jetzt gerade Helmut ausmacht im Gegensatz zu meinem Charakter? Ich habe nur die Kleidung angezogen. Das heißt, ich hätte auch so hingehen können. Ja, das sagte ich ja. Looking as fresh as ever.
Mr. Kruger, need a touch-up, I see. No problem, just sit back and relax. Won't take a second. Appreciate it. So, wir haben jetzt Gesichtsfarbe. Wir sind jetzt Helmut Kruger. Aufstehen. So. Was können wir jetzt machen? Wir müssen jetzt auf den Laufsteg. Chat. Ich fühle mich aber nicht so German Next Hot Little. Richtig hier, Germany Next Topmodel mäßig. Mein Name ist Helmut. So, posieren. Perfekt, posieren, perfekt. So. So, easy. Jetzt müssen wir uns mit Margolis treffen. Oben. Und noch einen Schraubendreher. Ziel öffnen. Ja, glaube ich, auch kaputt schießen können, ne? Mit den zwischen Streamlabs OBS und Original OBS. Hallo, Mr. Kruger. Es frisst einfach mehr, Streamlabs OBS. Dafür hast du das schöne Feature mit, dass das alles in der Cloud geladen ist, aber es ist doof. Frisst einfach mehr Leistung. Looking awesome, Mr. Kruger. Es ist so, als würdest du Schokolade vergleichen, im Sinne von Milka-Schokolade und Kinderschokolade. Das ist beides Schokolade. Aber irgendwie auch nicht. Wie komme ich weiter nach oben? Mr. Kruger, dankeschön. Was ab, wirklich nur die Kleidung das ausmacht. Access to the auction and a private audience with Dahlia Margolis. Nicely done, 47. Please, have a seat. Mach die Tür zu. So, Helmut, you accept my offer? I'm in. What's the job? Straight to the point. I like it. As it happens, I have the perfect assignment for you. Jessica Highmore. Highmore Consulting. The very same. That's why I wanted you in the show, so Jessica would notice you. Now, I want you to go to New York, seek out Jessica, and do what you do best.
The girl is bright, young, beautiful. Should be right up your alley. And yet she's not the mark. My, you do catch on fast. No, that would be her father, CEO John Highmore. Jessica is your way in. Befriend him, get his trust. Highmore Consulting is planning a merger. I want to know with whom and at what price. Nice. All right. Rush. Consider it done. That's for you. Keep it on you at all times. Last resort. Nur VFX. Geschichten. Also Filter. Aber sonst kannst du gefühlt nichts machen. We've got trouble. Speichern. Zack, zack. Yes? Well, it's a little late now, isn't it? No, no, I'm gonna deal with this immediately. Selena's a big girl. She knew what she was getting into. Put a detail on her, and if she shows signs of cracking, pull her out. Fine. We'll talk later. Bringst du noch ihr Champagner? Das richtig so raucht? Sorry about that, Helmut. So, a toast. To a fruitful collaboration. Hear, hear. Well done, 47. Viktor Novikov is next. He dead. Is? Hallo Leiche. Nein, das ist gute Wasser. Nur hier. Einschalten Radiowecker. Radio. Ich habe eine Schere. Was haben wir noch für Story-Mission? Drei verpasst. Bereits eliminiert. Feuerspiel. Nehmen wir das hier. Kleiden Sie sich als Event. Okay. Ich bin Helmut Krüger. Und ich gehe jetzt Wischmoppen. Wer hat den Knopf gedrückt? Ich weiß es nicht. Good work, 47. When everyone is looking at the sky, no one is looking at you. Okay, den hätte ich, glaube ich, erst später gebraucht, ne? Ich wollte eigentlich hier den hier machen, ne? Was muss ich jetzt machen damit? Story Mission. Einiges durchgeskippt, ne? Hm.
Er wundert sich, warum? Hä, warum jetzt schon Feuerwerk? Feuerwerk. Was guckt er sich da an? Der guckt sich die Decke an und denkt so, oh, geiles Feuerwerk. Oh, hi Helmut, it's me. Remember the time of... Oh, okay. Remember me? No? Okay. Wasserkühlung ein totally waste. Mr. Kruger, sir. What do you think? Should we do it? Keine Ahnung, ich finde Wasserkühlung totally waste und auch total nervig. Hallo, mein Name ist Helmut Krüger. Was muss ich jetzt mit dir machen? Hey, get out of my face! Hey, get out of my face, okay. Dann nicht. Doof. Hätte ich nicht machen müssen. Dann machen wir die hier. Laden. Können wir nicht einfach ein Autosave laden? Den hier. Danke. Okay. Ja, Maniflex. Ne, also was einzige Worth und Sache an der Wasserkühlung ist halt der Punkt, dass du mit der Wasserkühlung dadurch kühlst du schneller runter. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es jetzt stromtechnisch aussieht, ob du weniger verbrauchst oder weniger mehr. Aber und es ist leiser halt. Halt der einzige Grund ist halt, du hast es ist deutlich leiser. Yes. Well, it's a little late now, isn't it? No, I'm gonna deal with this immediately. Selena's a big girl. She knew what she was getting into. Ja, meistens ist ja halt das ist bei mir am lautesten ist halt die Grafikkarte. Der bringt jetzt auch meine bringt jetzt auch eine normale 0815 Billow Wasserkühlung halt nichts. Sorry about that, Helmut. Wenn die Wasserkühlung auf die CPU geht. To a fruitful collaboration. Here, here. Well done, 47. Viktor Novikov is next. Du brauchst allgemein, ich finde es. Braucht man, ich finde, die meisten Sachen braucht man einfach gar nicht.
Kann ich irgendwie sehen, was ich machen muss hier? Story Mission. Könnt ihr mir auch mal weiter sagen, als nur, dass ich den mehr markiere? Sagen, also ich sag, da macht es mehr Sinn, sich ein besseres Gehäuse zu holen anstelle von, keine Ahnung. Eine teure Entwicklung. Und wenn jetzt nicht der High-End-Videografiker bist und die Grafikkarte auf permanente 100% Auslastung laufen lässt, ist es doch sogar so egal, ob du jetzt einen Lüfter, einen normalen Lüfter hast oder nicht. Ich bin zum Beispiel, ich bin ein Fan von sehr schlichten Gehäusen auch zum Beispiel. Das heißt, keine Glasscheibe oder ähnliches. According to the young fashion blogger, Novikov has agreed to do a live interview. This could be a good time to catch the Sanguine CEO off guard. The location, however, is currently unknown, and in any case, the blogger needs a replacement lens for her camera. May I suggest you help a girl in need? No, look, I'll meet your guy out front. I literally run alongside the van and throw money in the window, right? Nein, kein RGB. Ich mag RGB. Ich finde die ganze RGB-Geschichte finde ich nicht so geil. Keine Ahnung. Also so einfarbig alles schön und gut, aber dieses ganze RGB-Flacker muss nicht sein. Muss nicht sein. Keine Ahnung, einfarbig oder zweifarbig. Also es muss halt, es muss nicht dieses ganze Flackern sein. Ich bin zum Beispiel ein sehr großer Fan von zweifarbig. Meine Tastatur zum Beispiel habe ich eingestellt, dass sie auf der linken Seite so ein, keine Ahnung, rot hat, der dann nach rechts zu einem hellen Pastell-Lila geht. Aber die Farbe wechselt sich nicht. So. Ich am besten klären. Kann ich es dir gar nicht zeigen? Und ich tapp mal kurz raus. Zeig's euch an. Mit Border. Reicht mir völlig. Hier ich irgendwann mal auf die Farbe gestellt, fertig. So, ich war eine Zeit lang, war ich überlegen, ob ich mein ganzes Setup auf weiß change. Muss ich die Mario Kart Ring machen, richtig. Ich war überlegen, ob auf weiß zu changen, sieht geil aus, ist aber scheiße zu pflegen. Also ich hab eine weiße Tastatur, hatte ich mal gehabt, die funktioniert noch. Die nutze ich ab und zu mal vielleicht, so für den Fernseher oder so. Aber sonst nicht. Und auf der Arbeit habe ich halt drei weiße Monitore und da merke ich schon, dass es halt kacke ist zu pflegen. Weil da siehst du Staub drauf. Extrem.
Und das Wegwischen bringt nichts, weil dann du so Streif hinterlässt. Excuse me, miss. I couldn't help but overhear. Is this what you're looking for? Oh God, yes! Yes, thank you so much. Oh, what do I owe you? Just glad I could help. Thanks, mister. You're a nice Vergelben die eigentlich in der Regel nicht? Also nach Jahren vielleicht, aber... Wenn du einen Raucherhaushalt hast, dann vergelben sie natürlich. Also ich habe die jetzt auf der Arbeit, habe ich die jetzt fast 2 Jahre. Die sind noch nicht vergelbt. Also den Staub siehst du nicht drauf, aber sobald er wegwischt, merkst du es. Hi, I was here earlier. Lana, Caprice. I'm here to interview Victor Novikov. I'll let him know you're ready, miss. Tell Mr. Novikov the interview is a go. No, the other one. The nobody. Aber jetzt ist auch die Frage, weißer Bildschirm ist nicht automatisch weißer Bildschirm, ne? Just saying. Es geht ums Material. Also ganz ehrlich, also meine Grafikkarte zum Beispiel hat RGB, aber das liegt auch nur daran, dass sie RGB hatte, weil sie günstiger war. Deswegen habe ich die RGB-Variante genommen. Anstelle von die Onon. Novikov should be right here. Like a moth to the spotlight. So, jetzt habe ich es fertig und jetzt, was mache ich jetzt hier? Fertig. Ich habe eine RTX damals geschossen, kurz bevor diese ganze Kryptowaren hochging. Für 400 Euro. Hätte sie eigentlich verkaufen können für einen Taui. So. Jetzt soll's. Die Firma, die es mir verkauft hat, hat mal richtig miese gemacht. Mit mir. Ich war auch bis jetzt eigentlich immer Nvidia. Das Leibwächter fuck ein. Warum sind das alles Glatzköpfe? Den haben wir jetzt auch nicht drüber noch ein. Die 3 Löwenbrunnen. Schöner Garten. Ah,
einen PC aktuell kaufen, müsst ihr einen mit 4070 oder Ti oder 80 nehmen, kann planen, welcher besser von beiden ist. Das musst du vergleichen. Ja, meistens ist die Ti besser als die 1 drüber. Mr. Decker, Mr. Novikov will see you now. I will escort you to the rendezvous point. Ah, great. Thank you. Lead the way. Kann auch einen Schritt schneller gehen? Ja. Ja, so also hier den ganzen Benchmark-Test, genau. Aber in der Regel ist ja halt die Ti, die Ti von der die davor besser als die, ne? Das in dieser 4070 Ti sollte eigentlich besser sein. Ich darf als Leibwächter natürlich mit der Pistole rumlaufen, ne? Boom. Umwerfen. Ich muss eine Münze einwerfen. Kann man sie? Nein, ich muss durch die Tür. Alter, wie weit muss ich ihn wegbringen, Alter? Escorting Max Decker. Mr. Novikov's orders. Been expecting you. Go ahead. Mhm. So. Well, well, no Novikov. Why am I not surprised? Maybe he's fashionably late, sir. Droll Carson. So, ich habe sie jetzt wieder begleitet. Mr. Novikov, I'm at the pavilion. We did wait. Then your guy took us to meet you here, so which is it? I don't know. A security guy. Wore a uniform. All right, fine. See you soon. Well done, 47. Novikov is about to meet with Decker, and you have a front row seat. Coming. Okay. Gehen Sie mal nach hinten. Ich hätte, glaube ich, was vorbereiten müssen, ne? Angel, das ich wünsche was. Gute Nacht. Ein Hammer drin. Habe ich keinen Schraubenschlüssel hier drin? Eine Waffenkiste, okay. Keine Waffe. Das ist ein Schraubenschlüssel. Eine Axt. Come on, chest out, chin up. Ich hab nichts hier, ne?
Gut, jetzt haben wir unsere Haut. Mr. Decker. How are things at the office? That's 91 all over again. Kamarov is found dead, gun in hand, office locked from the inside. In his safe, evidence that he was leaking state secrets to Langley. An FSB section chief, Kremlin's golden boy, a CIA spy. Look, I don't know who you hired to pull this off, but I want his number. Trust me, you don't. The case file, please. Right, right. Of course. Last and only copy. There was an unfortunate server room fire at HQ. Misery loves company. Mr. Decker. You know, I do believe this is going to be the start of a beautiful friendship. The money's being wired to your account. I need to call my guys, Mr. What? Haven't you heard? I am an honest businessman. Dos vidanya, Mr. Decker. Well, that's that. Take a stroll, would you, Kurt? I'd like to save the moment. You sure that's wise, sir? I'll be fine. Mm-hmm. Finally, a clean slate. Please don't. Oh! Und tschüss. Both targets are down. Great work. Now head towards an exit. Amaskus Geniki, Gebrochi. Und wie gesagt, Susi Jaui. Also ehrlich gerade die Türen von mir zugemacht. Ja gut, dann holen wir uns kurz die Kleider von Helmut Kruger. Wie liegt der hier vorne, ne? Ohne Gesichtsmaske, natürlich. Jetzt können wir hier weg. Mit einem Helikopter. Ding. So viel zu machen. Jetzt wird's overkill. Ja. Das stimmt. So, weiter. Perfektus.